Pokémon wechseln. Tami hat wenig Grundschaden mit Tackle. Das passt. Na ja, komm, versuchen wir es. Glumanda würde sie töten. Ja, auf jeden Fall. Deswegen Tackle und hoffen wir das Beste. Diese eigene Sache, Tauchzieh ist mein. Eins meiner Lieblingsflug-Pokémon. Wir haben keine Pokémon mehr, wir müssen nachkaufen. Ja, aber so 10 Stück, oder? Ja. Yeah, Tauchzieh gefangen, yeah, bam. Wir machen mal neue Handzeichen. So, möchtest du Tauchzieh einen Spitznamen geben? Yo, aber sicher. Ich liebe Tauchzieh, du liebst Tauchzieh auch, oder? Und was wir gerne haben, das nennen wir Sari. Das war doch jetzt schön, komm! Ja, das geht. Tauchzieh bleibt auch bis zum Ende im Team. Wir geben Mühe, wir geben uns Mühe. Wir geben uns Sari, Mühe. Wir werden dich, solange es geht, am Leben halten mit allen verfügbaren Mitteln. Wenn sie die Geräte abstellen wollen, ich versorge dich alleine mit Strom. Eine Niere, er gibt dir eine Niere. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wenn's geht, gibt dir das sogar eine zweite. Und wenn du nur noch drei Nieren brauchst, kriegst du sogar von mir eine. Da ist da was drin, da ist da was drin. Ich weiß. Da was drin. Okay, gut, dann lass es. Sari, auf einer freundschaftlichen Basis liebe ich dich. Ne? Ich weiß jetzt schon, wie sie reagiert. Ich denke, sie sitzt jetzt vor dem Bildschirm und schämt sich für dich. What the fuck? Nein. Willst du da was auf? Du frag mal meine Telefonnummer danach. Mal gucken, wie er reagiert. So, erstmal ab in den Markt. Ey, ich würde sagen, wir müssen gleich wieder einen Schnitt machen, oder? Wieso? Auf Stufe 10 packen wir Rocker nicht mit einem Pokémon, was wirkt gegen ihn. Zwei, ja, okay. Wir kaufen erstmal Pokébälle. Haben wir irgendeine Region, wo wir hin können und Pokémon fangen? Nee, haben wir nicht. Oh, Screen Leveling! Yeah! Ja. Die Säge! Wir brauchen Gegengift, Alter. Wir brauchen jede Menge Gegengifte. Dann kaufe ich mal 10 Stück oder so. Ich kaufe erstmal so viel, wie ich. Na, ich kann nur. Kauf 6 Stück, 6. 6 ist ja eine gute Zahl. Dann kaufst du. Ja. Ein Feuerheiler. Wenn ein Pokémon brennt, haben wir nämlich auch ein Problem. Das passiert seltener, aber es kann passieren. Richtig. Na, jetzt hab ich nicht gesehen. Safety first. Ne, Sari? Wenn du mit Kossi dann mal. Schach spielst? Oder Sandwich dabei ist. Also von Easy von meinem. Abbeiß? Ich lasse das implementiert. Ja. Ach, wir nehmen auf? Ja. Achso, hi. Hi. Dann lege ich die mal besser weg, warte mal. Ja, wir haben hier so einen Typen mit Pokémon. Alkohol! Alkohol gibt's auch noch und. Ja, ich glaube, wir müssen es nicht nochmal sagen. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Wir sind nicht mehr so am Tüdeln. Diesmal haben wir uns den guten Karlsquell-Geschmack hingegeben. Also, das Gute von Aldi mit Schraubverschluss. Wir sagen gleich von Anfang an, uns ist der harte Alkohol ausgegangen, deswegen. Ich muss gestehen, wir müssen die Regel bei Gelegenheit noch ein bisschen abändern, damit wir prinzipiell bei jeder Statusveränderung trinken und dann halt gestreckteres Zeug, sagen wir mal. Ja. Weil wir haben ja jetzt den Behrensen haben wir noch und wir haben noch so Bailey-Verschnitt von Aldi. Ja. Der Gute von Aldi. Ich hab Maus im Bild, das ist... Das hat Stil. Übrigens, Kommentar zu der Musik, die da im Hintergrund läuft. Sie muss... Alter, hör auf mit dem Scheiß, mach's raus. Mach es weg! Der Mauszeiger des Todes. Check mal die Pokémon, ob das reicht. Ich glaube nämlich nicht, dass das reicht für Rocco. Natürlich. Nein, der vergewaltigt uns. Na okay, ich möchte Sari nicht vergewaltigt haben. Wir machen, glaube ich, noch einen Schnitt und trainieren. Was hältst du davon? Wir haben gestern so viel trainiert. Okay. Prost. Wir spielen übrigens voll auf Risiko. Ja, wir haben uns überlegt, so scheiß drauf, wer braucht schon Leveling, wir töten ihn einfach. Ja, vielleicht soll ich mal ins Pokémon Center gehen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht nach dem Leveling, ne? Ich meine, wir haben keine KP mehr, wir haben nur noch Giftpuder. Er ist vergiftet. Giftpuder! Ich hab nur noch Giftpuder. Kommt am besten. Kommt geil. Was soll das für sein, du großer? Das ist doch nur ein Klavier. Das passt nicht zu der Arena.
denkt. Nein! Warte, 3, 2, 1. Wir feiern Steak Night. Für uns die geilste Zeit. Steak Night! Das muss reichen. Ja, das reicht. Mögen deine Schnitzel immer paniert sein. Bratwurst! Und los geht's. Okay, mag deiner Scrubs? Hm? Man weiß, mag deiner Scrubs? Man weiß es nicht. Mag deiner? Deine Mutter, jetzt spiel, so. Achso. Oh mein Gott. Ich hab Angst vor ihm. Ich hab Angst. Haben wir nicht schon gegen ihn? Nein. Okay, Injektion! Bleib stehen, wo du bist, Kind. Okay. Du bist besser, oder was? Mhm. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Kurze Pause. Ja. Lichtjahre ist eine Raumdistanz. Wusste ich, dass das kommt. Das ist keine Zeitdistanz. Also für mich, in meiner visuellen Wahrnehmung, sind das zwei Pix, zwei Schrittwege. Wenn weißt das für dich Lichtjahre sind... Was mir gerade einfällt, wir hatten die Regel, wir müssen alles verdoppeln. Bei Arena-Kämpfen müssen wir verdoppeln. Giftpuder! Kleinstein wird in den Kampf geschickt. Ja, dann. Coole Geschichte! Aber Kleinstein. Konfusion, würde ich sagen, ne? Ja. Aber fangen wir mit dem Giftpuder an, auf sie. Oh Mann, oh Mann! Tackle. Oh Mann. Kein Volltreffer! Und jetzt dann Leveling-Tummy erstmal tot! Zack! Aber was will der Stein machen? Der rammt sich gegen einen Schmetterling. Es wäre so, als ob ich will. einen Schmetterling mit Stein Wenn du triffst, ist es Critical. So, okay, coole Geschichte auf jeden Fall. Sandern, oh Gott, Sandwürm. Ich nehme schon mal die Flasche in die Hand. Zwei, also zwei Schlücke. Ja, nicht vom Bier, du hey. No. Ich habe übrigens Glas. Ich habe Becherchen. Kein Sandwirbel, kein Sandwirbel. Prost, Freunde. Da wird der Baileys-Verschnitt ausgepackt, in der Hoffnung, dass kein Sonnenwürmel mehr kommt. Ja. Oh. Riech mal dran. Oh Gott. Eierlikör vom Feinsten. Soll ich mal? Er hat da noch so einen Spuckrest drin. Herr Hund. Jetzt komm. Heute ist irgendwie nicht. An was erinnert dich die weiße Soße? Weiße Soße, meine Damen und Herren. Nein, das ist braun. Das ist wir hatten es heute einfach mal flüssig, weißt du? Ja. Oh, das hört man so richtig schön. Mist! Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Deine Mutter! Meister gewinnt. 31%. Ist gerade so ein Fade aus in der Musik, ich muss warten. Wir gehen erstmal wieder ins Pokémon Center, weil... Achso, ja. Auf jeden Fall, weil, weißt du, wenn wir schon das Risiko, das Minimum risikieren können, wollte ich sagen. Das Minimum risikieren. Wir risikieren das Minimum, das ist die der Titel der Folge. Wir werden doch, das so... Ja, okay. Ja, aber wir risikieren. Wir risikieren. Risikieren. Das ist das Gegenteil von resignieren. Risier. Wir risikieren. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Prost. Jetzt haben wir wieder ein neues Wort für uns. Yes, sir. Nein, wir haben ein Risik... Nee. Risikieren. 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 Wir haben ein neues Wort, Für unsere Sprache. Wir haben eine Sprache. Kosso und ich. Ja, das dürfen wir bloß nicht sagen. Nee, das... Sonst wäre es ja nicht mehr unsere Sprache, sonst wird es ja Weltsprache. Ja, natürlich. Bei deinen Abonnenten. Ich bin Fame. Er ist Fame. Er ist VIP bei Stars for Free. Siehst du? Hat sich gereimt. Ich habe sogar VIP-Status bei Team Fortress. Was? Ja. Wen musstest du dafür den Vögeln? Palme. Okay. Man hört dich übrigens sehr wenig. Du musst lauter sprechen. Ich kann auch einfach näher ran. Das geht natürlich auch. Ja. Dann sitzen wir. Komm, wir besorgen Rocco von hinten.